In diesem Video erkläre ich dir an drei charmanten Beispielen, wie du eine E-Funktion mit Brüchen ganz easy ableitest. Moin Moin zusammen! Du hast eine E-Funktion und irgendwie in der E-Funktion ist ein Bruch. Die ist auf einem Bruch, die ist unter einem Bruch und du willst die ableiten und irgendwie ist dir das Ganze nicht klar, kriegen wir hin. Zuallererst möchte ich aber eine Sache sagen. Wichtig zu wissen ist, in dem Fall hier haben wir eine normale Zahl unten im Nenner, also unten im Bruch, und darum kann ich damit arbeiten. Wäre hier 3x oder irgendwas mit einem x hier unten, müsste ich die Quotientenregel anwenden. Auch hier, selbes Spiel, hätte ich hier oben nicht eine 3, eine 7, dann passt alles. Dann kann ich damit arbeiten. Habe ich aber irgendwie wieder ein x oben im Zähler, also oben auf dem Bruch, müsste ich auch die Quotientenregel anwenden. Und in dem Beispiel auch hier, wenn ich jetzt dann noch, das ist nämlich 2 Drittel x, und das x steht nämlich dahinter, entschuldigt die Schreibweise, man kann natürlich auch die schreiben, 2 durch 3 x, nun dann ist es oben. Wenn da jetzt auch unten bei der 3 noch irgendwie ein x wäre, dann könnte ich es verrechnen oder x², wie auch immer, dann müsste ich auch hier drinnen eine Quotientenregel anwenden. Aber das mache ich wirklich im Quotientenregelvideo, da erkläre ich dir das mit einer E-Funktion. Das ist auf meinem Kanal, einfach vorbeischauen. Gut, also jetzt haben wir die Basics schon mal geklärt. Wir wollen das Ganze jetzt hier regeln. Alles klar. E-Funktion, wie ich den Schlingel ableite. Ausführliches Video mit ein paar Beispielen unten in der Beschreibung. Reinziehen, üben macht hübsch, vertrauen. Gut, und nun machen wir das mal gemeinsam. Ich möchte diese Funktion ableiten, das ist eine E-Funktion, alles klar. Wie leite ich eine E-Funktion ab? Jeder, der meinen Kanal schon kennt, weiß Bescheid. Einmal dumm abschreiben. E hoch 2 Drittel x mal, und jetzt kommt der wichtige Punkt, diese Potenz, die hier, oder auch die andere Schreibweise, die hier, die muss ich ableiten. Naja, 2 Drittel x abgeleitet ergibt 2 Drittel. Ne? Basics-Regeln, die müssen sitzen, falls noch nicht. Oder da ein bisschen was unklar ist, unten in der Beschreibung, sehr geiles Video von mir, wo ich jedes Szenario dir vorrechne. Naja, und jetzt habe ich erfahren, aha, 2 Drittel ist die Ableitung von dem hier oben. Also habe ich nochmal 2 Drittel. Sehr schön, jetzt kann ich das verrechnen. Ich ziehe die 2 Drittel nach vorne. Dadurch habe ich P' von x ist gleich 2 Drittel e hoch 2 Drittel x. Ist egal, wie du schreibst, so oder so. Und nun kann ich das auch noch anders schreiben, damit du das weißt. Das Ganze ist 2 geteilt durch 3 e hoch 2 Drittel x. So kann ich es übrigens auch schreiben, ob ich es jetzt hier hinschreibe oder oben auf der 2, ist dasselbe. Und nun kümmern wir uns um den Schlingel hier. Also, jetzt erkenne ich hier, okay, hier ist ein Bruch. Aber die E-Funktion befindet sich im Zähler obendrauf. Nicht weiter tragisch. Was kann ich machen? Und das ist jetzt wirklich für jedes Szenario möglich. Was steht denn gedanklich vorm E? Richtig, immer eine 1. Falls da nichts steht, steht der gedanklich 1 mal. Steht da eine 3, steht da 3 mal, 5 mal, wie auch immer. Und dadurch kann ich das jetzt erst einmal sauber umschreiben, damit ich damit arbeiten kann, falls das der Fall ist. Ich könnte natürlich jetzt schon die Quotientenregel machen, aber die wäre absolut hirnlos, weil die ewig dauern würde. Deswegen benutze ich einen anderen Trick. Ich schreibe das Ganze um. P von x ist gleich. Und das darf ich 1 Drittel, jetzt siehst du auch schon hier, die 1 hier. Ja? Und die 3 von unten, die habe jetzt dahin geballert. Sehr schön. Und nun haue ich dahinter mein e hoch 5x² minus 1. Und nun siehst du, ah geil, so kompliziert ist es gar nicht mehr, weil jetzt kann ich die Basic-Regeln anwenden. Das heißt, wie leite ich e-Funktion ab, habe ich hier gerade gesagt. Einmal drauf abschreiben. 1 Drittel e hoch 5x² minus 3. Mal, was haben wir wieder? Die Potenz, den Bad Boy abgeleitet. Ja, 5x ins Quadrat abgeleitet ergibt 10x minus 1 abgeleitet ergibt 0. Also die Ableitung
x. Sehr schön, die haue ich mit mal hinten dran. Falls hier nicht eine normale Zahl davor gestanden wäre, sondern irgendwie ein x eingebaut, dann hättest du die Produktregel gehabt. Aber das auch Produktregel-Video bei mir auf dem Kanal reinziehen. Und nun kann ich noch sauber wieder miteinander verrechnen. P' von x ist gleich 10x mal 1 Drittel ist 10 Drittel x e hoch 5x² minus 3. Sehr schön, schon habe ich das Ganze sauber. Ich kann es natürlich wieder umschreiben. P' von x ist gleich, also mache ich 10x e hoch 5x ins Quadrat minus 2 und das Ganze durch 3. Kann ich auch schreiben, ne? Genau, und wenn ich das Beispiel hier sehe, dann wüsste ich, alles klar, hier ist eine Produktregel anzuwenden. Aber anderes Video. Und nun kommen wir zu dem Schlingel. Jetzt sagst du, oh Gott, jetzt ist es unterm Bruch. Was mache ich jetzt? Quotientenregel wäre möglich, kommst du aufs selbe Ergebnis. Aber lass uns das Ganze doch einfach umschreiben. Und da kommt jetzt ein Potenzgesetz ins Spiel. Und dieses Potenzgesetz, ja, das finde ich eigentlich ganz geil. Weil du darfst Folgendes machen. Die 3 steht oben, ne, auf dem Bruch. 3 mal, und jetzt Achtung, schau mal her, e hoch minus, Klammer auf, minus 2, x ins Quadrat plus x, Klammer zu. Was habe ich gemacht? Ich habe ein Potenzgesetz angewandt. Dieses Potenzgesetz sagt, wenn du etwas unterm Bruch auf den Bruch hochholst, also auf die, hoch auf die Ebene, das ist für mich immer unterm Bruch ist unten die Ebene, und auf dem Bruch ist für mich oben. Gut, jetzt haben wir es. Also E habe ich hoch in die Ebene geholt, so sage ich es halt. Und dann, was passiert mit der Potenz? Die wird komplett umgedreht. Ein Vorzeichenwechsel findet statt. Naja, und du merkst hier, ist es ja minus 2x ins Quadrat plus x. Und dadurch, dass ich minus nochmal davor ballere, drehe ich die komplett die Vorzeichen um. Anderes Beispiel, Achtung, auch nochmal kurz für dich. Nochmal 1 geteilt durch 3 hoch. Ja, machen wir minus 2. Was passiert? 1 mal 3 hoch 2. Ne? Also aus negativ wird positiv. Und da ich ja mehr hier in der Potenz habe, mache ich diesen Trick mit Minusklammer auf. Fertig. Jetzt kann ich die sauber verrechnen. P von x ist gleich 3e hoch. Und jetzt hat Minus und Minus wird zu Plus. Also 2x ins Quadrat minus x. Ne? Und du merkst, jetzt haben die Vorzeichen sich umgedreht. Minus 2x Quadrat, 2x Quadrat. Plus x, minus x. Und nun, das ist dasselbe wie das hier, ganz klar. Und nun kann ich das noch mal in Basics-Regeln ableiten. Also P' von x ist gleich, einmal doof abschreiben, 3e 2x² minus x mal die Potenz abgeleitet. Naja, und 2x ins Quadrat abgeleitet ergibt 4x minus 1. Ne? X abgeleitet ergibt 1. Sehr schön. Nun habe ich das Ganze abgeleitet, baller mir das unten hin mit einer Klammer, wichtig, ne, das Ganze abgeleitet wird hier mal hinten genommen und nun muss ich wieder verrechnen. Also multipliziere ich die 3 da vorne einfach mit dem hier und ziehe das nach vorne. Das mache ich ja immer, P' von x ist gleich und dann 3 mal 4x ist 12x. 3 mal minus 1 ist minus 3, das Ganze in Klammern, e hoch 2x² minus x. Fertig. Und das ist die Ableitung. Natürlich könnte ich das jetzt mal 12x rechnen und die minus 3 mal das hier und dann ist es noch länger, aber das brauchen wir jetzt nicht. Kurz und knackig, was ist zu beachten? Brüche, falls sie die da irgendwie drin sind, ach Gott, was soll der Geiz, einfach nur Basics anwenden. Ist die E-Funktion oben im Bruch? Ja, dann schreibe ich sie mir erstmal sauber um. Ist sie unten im Bruch? Auch da schreibe ich es mir erstmal sauber um. Und ist irgendwie in dem Bruch dann oben oder unten, wo die E-Funktion eben nicht ist, noch irgendwie ein x, also die Variable, dann brauchst du eh die Quotientenregel und dann kannst du hier keinen Trick anwenden. Ach, und übrigens, du hättest auch die ganze Zeit Quotientenregel anwenden können, brauchst halt ein bisschen ewig, kommst aber aufs selbe Ergebnis. Falls ich dir mit diesem Video helfen konnte, würde mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Ein Abo ist eine kleine Klick und unterstützt mich wirklich riesig. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Runde. Mach's gut.